Wenn man eines der Hauptpunkte der Spiritualität des heiligen Franz von Sales nennen könnte, dann ist es das Wort Freundschaft. Im Kyrie haben wir es auch gehört, Jesus, du Freund deiner Freunde. Dann, wie eingangs erwähnt, diese Freundschaft, die für ihn ganz maßgeblich war mit dieser heiligen Johanna Franziska von Chantal. Er hat die Schrift Philothea, die viele kennen vom Namen her oder auch manche gelesen haben, geschrieben, wo es um diese freundschaftliche Beziehung mit Gott geht. Und jetzt hören wir an seinem Gedenktag dieses Evangelium, dass Jesus uns Freunde nennt. Das ist etwas ganz Tiefes, wo Jesus ja auch sagt, es gibt keine größere Liebe, als wer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und diese Hingabe, um die hat sich der heilige Franz von Sales wirklich so gemüht, weil er in Jesus wirklich seinen Freund sah. Und diese Beziehung mit Gott, die hat er in alle menschlichen Beziehungen hineingelegt. Es waren für ihn die Menschen seine Freunde. Und der heilige Franz, der war jetzt nicht jemand, der es leicht hatte von seiner Anlage her. Vielleicht wisst ihr das, von seinem Temperament her war er ja Choleriker. Es gibt ja diese vier Temperamente, Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker. Das heißt ja, hat mir jemand gesagt, finde ich einen schönen Gedanke, ein Musikinstrument klingt dann schön, wenn es wohltemperiert ist. Und irgendwie ist es auch bei uns Menschen, also wenn der Charakter wohltemperiert ist, ja, dann ist es leicht mit einem Menschen. Aber wenn der eine Seite heraussticht, kann es echt schwer werden. Und beim Franz von Sales ist der cholerische Anteil, der Zorn und das sofort sehr stark gewesen. Ja? Und er hat sich sein Leben lang darum bemühen müssen. Und das war wirklich sein Kampfgebiet, um heilig zu werden. Er hat sich da nicht treiben lassen von seinem Temperament, sondern oftmals hat man gehört, wenn ihn was aufgeregt hat, ist er knallrot geworden im Kopf und jeder hat gewusst, was in ihm vorgeht. Aber es kam ihm kein Wort dann später aus. Ja? Also das ist diese Neigung hatte er. Und er hat selber gesagt, mit der Gnade Gottes habe ich gelernt, meine Neigung zum Zorn zu zähmen. Also die Gnade Gottes hat ihn fähig gemacht, wohltemperiert zu werden. Das ist, warum er heilig geworden ist. Hätte er die Gnade Gottes nicht genutzt, dann wäre er als zorniger Mensch gestorben. Ja? Und das heißt, es liegt auch an uns, wie weit wir diese Gnade arbeiten lassen. Und als er in Genf die Leute ihn da wirklich aufgebracht haben, man hat ja offensichtlich gemerkt, dass er damit kämpft, und dann haben die Leute gesagt, ja komm, jetzt musst du mal wild werden, oder? Und er hat dann geantwortet, wollen Sie, dass ich in einer Viertelstunde das bisschen Sanftmut verliere, das ich mir 20 Jahre lang erworben habe? Also er hat da echt gekämpft, dass er durch so lange Zeit sich dann ein bisschen Sanftmut, wie er sagt, erworben hat, ist er noch immer rot gewesen. Ja? Also es ist wirklich lange Zeit und dann merkt man, wie ihn diese Freundschaft mit Jesus geformt hat. Das hat ihn wirklich zutiefst geprägt und weil das sein Kampfgebiet gewesen ist, hat er auch dort seine Versuchungen gehabt. Ein Medizinstudent hat ihm dann einen heiligen Fettkloß genannt. Und dann hat ihn der Bischof zu sich hineingeholt, diesen Medizinstudent, und gesagt, ich sehe, dass Sie ein fähiger Medizinstudent sind. Bitte tun Sie doch meinen Puls messen. Ja? Also jetzt haben Sie solche Worte gesagt, messen Sie doch meinen Puls. Und er hat den Puls gemessen und gesagt, der ist komplett ruhig. Und das hat diesen Medizinstudent wirklich so tief beeindruckt, wie jemand bei so einer Beleidigung so ruhig bleiben kann. Und hat dann wirklich, es war dann ein schöner Beginn auch dieses geistlichen Weges von diesem Studenten. Oder ein Rechtsanwalt, der ihn sehr verleugnet hat, ja, auch öffentlich. Zu ihm hat er dann gesagt, zu diesem Rechtsanwalt, Sie tun nichts anderes, als mir zu schaden, mein treuer Freund. Also er sieht klar, das schadet ihm und er nennt ihn trotzdem Freund. Genau, also das ist wirklich seine Spiritualität. Und meinen guten Ruf anzugreifen. Sehen Sie, selbst wenn Sie mir ein Auge ausstechen würden, dann würden Sie noch mit meinem anderen Auge freundlich angeschaut werden. Denn auch Sie gehören zu den Kindern Gottes. Und das hat dann wirkliche Bekehrung hervorgerufen. Das heißt, wenn er sich von Jesus geliebt gefühlt hat,
war er fähig, diese Liebe über sein Temperament, über seine Neigungen drüber zu stellen. Und das ist unser Charakterzug als Menschen, dass wir fähig sind, gegen Gefühle Dinge zu tun. Wir können mit dem Willen uns anders entscheiden, als das, wo wir versucht werden. Und das zeigt dann Liebe. Das heißt, daran haben die Menschen wirklich auch ganz offen erkannt, was Liebe ist. Dass Liebe nicht ein Gefühl ist, sondern Liebe sogar gegen Gefühle arbeiten kann. Also diesem Rechtsanwalt wäre es nicht geholfen gewesen, dass der prozessiert hätte und eine Rufschädigung oder sonstiges angeprangert hätte. Er hat Liebe entgegengesetzt, hat sich in Worten auch ausgedrückt, dass er ihm sogar ein Auge ausstechen könnte. Weil seine, und warum hat das der Franz von Sales geschafft? Er hat darüber gesagt, ich habe einen Vertrag mit meiner Zunge geschlossen. Kein verletzendes Wort denen gegenüber auszusprechen, die sich gegen mich beleidigend äußern. Einen Vertrag, den setzt man auf und unterschreibt man. Das ist eine sehr nüchterne Angelegenheit. Das heißt, er hat sehr nüchtern seiner Zunge diesen Zaum angelegt, wie es auch im Psalm heißt. Eine Wehe vor das Tor meiner Lippen, auch wie der Psalmist spricht. Das heißt, er hat mit seinem Willen gesagt, ja, ich habe diese Neigung, aber ich lebe sie nicht aus, ich will sie nicht. Und da können wir uns jetzt da fragen, jeder von uns, welche Neigungen habe ich? Bin ich mir dessen bewusst, wo mein Kampfgebiet ist? Manche kämpfen mit Missgunst, dass sie dem anderen einfach nichts Gutes gönnen. Also Eheleute können manchmal ein Lied davon singen, wie sie sich bemühen müssen, dem anderen das Gute zu lassen und nicht vielleicht einen schlechten Kommentar runterzumachen und so. Dann gibt es wieder andere, die haben in der Ungeduld ein Riesenkampfgebiet, ja, sie werden ständig ungeduldig. Und wieder andere kämpfen mit Eitelkeit, ja, wenn etwas nicht so aussieht oder nicht schön genug ist oder nicht so schön wie der andere bin. Andere wiederum das schlechte Denken über jemanden, die vermuten immer nur Schlechtes beim anderen. Also so hat jeder Neigungen von uns, die halt nicht geordnet sind. Und die gehören zu unserem Leben und die müssen wir bewusst haben, damit wir wissen, wo wir kämpfen sollen. Wo der Feind ansetzt und das ist auch der Ort, wo wir heilig werden. Das heißt, heilig wirst du mit den Dingen, wo du kämpfst und nicht die, die du gut kannst. Weil die, die du gut kannst, damit lobst du ja Gott sowieso, damit gibst du sowieso ein Zeugnis. Da bringt es das in die Dankbarkeit zu bringen. Aber kämpfen müssen wir dort, wo wir eben schwach sind. Und der heilige Franz hat das treffendst für mich formuliert. Er hat geschrieben oder gesagt, manche Leute sind der irrigen Ansicht, es sei Verstellung und Hinterlist, Menschen, die uns unsympathisch sind, Beweise herzlicher Liebe und freundschaftlicher Gesinnung zu geben. Das stimmt nicht. Für die Abneigungen können wir nichts. Aber wir verleugnen diese Gefühle, als wären sie uns fremd. Lasst uns kurz nachdenken, was er hier sagt. Also die irrige Ansicht besteht darin, dass es heuchlerisch ist, wenn ich auf jemanden zornig bin, meinen Zorn nicht zu zeigen, sondern Wahrheit wäre, wenn ich zornig bin, dann lasse ich meinen Zorn raus. Das wäre doch wahrhaftig. Das, sagt er, ist eine irrige Vorstellung, eine falsche Ansicht. Die stimmt nicht. Für die Abneigung können wir nicht, sagt er. Also für die Abneigung, dass ich jetzt da eben zornig bin und diesen Menschen, dass er mir unsympathisch ist und dass ich ihn ablehne, weil er mich aufregt oder weil er nicht so ist, wie ich ihn gern hätte oder sonst. Ja, diese Abneigung, die allein ist nicht Sünde und ist nicht böse. Sondern, wie er sagt, das ist ein Gefühl, das wir verleugnen müssen. Wie Jesus sagt, verleugne sich selbst und folge mir nach. Also wer Jesus nachfolgen will. Das ist genau der Punkt. Der Nachfolge deiner und meiner Nachfolge. In diesen Bereichen uns zu verleugnen, zu sagen, okay, ich habe dieses Gefühl, diese Abneigung, diesen schlechten Gedanken über jemanden, aber ich folge dem nicht. Und das, sagt er, das ist die wahre Liebe und die Wahrhaftigkeit, wer wir Menschen sind. Dass wir mit unserem Willen Dinge vermögen, zu denen unsere Natur uns gar nicht vielleicht treiben würde. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes,
der uns über unsere Natur in das göttliche Leben hineinführt, in diese freundschaftliche Gesinnung. Und deshalb sagt er, unsere Unvollkommenheit besteht zum großen Teil darin, dass wir einander in unseren Unvollkommenheiten ertragen. Unsere Vollkommenheit besteht zum großen Teil darin. Also vollkommen werden wir, wenn wir den anderen ertragen. Dass wir Neigungen haben und der andere auch. Und ich sage, okay, ich erlaube dem anderen Fehler zu machen. Ich bin ja selber nicht perfekt. Und manchmal bricht es auch bei mir durch. Und wie oft hat der Franz von Sales am Anfang das nicht geschafft, seinen Zorn zu beherrschen. Und das ist eben schön, wie er eben auch diese Barmherzigkeit, diese Liebe von Jesus auch in seinem Leben erfahren hat. Er gibt selber Zeugnis davon, auch wenn er als Bischof wirklich sagt, wenn ich feststelle, dass ich trotz meiner Bemühungen gefallen bin, dann möchte ich ganz einfach sagen, komm, mein armes Herz, siehe, jetzt sind wir schon wieder in den Sumpf gefallen, denn wir sind, den wir so oft zu vermeiden suchten. Lass uns doch wieder aufstehen und Gott um seine Barmherzigkeit bitten. Und indem ich auf dich vertraue, mein Gott, will ich erneut beginnen und in Demut und Sanftmut voranschreiten. Also er hat um dieses Fallen gewusst, der charakterlichen Schwächen und auch, wo dann die Liebe verletzt wird. Aber eben, wie anfangs erwähnt, mit Gnade Gottes habe ich gelernt, meine Neigung zum Zorn zu zähmen. Ja, das braucht Lernen. Bei Lernen macht man Fort- und Rückschritte. Und das hat er sich selber auch zugestanden und hat er anderen zugestanden. Und er hat gewusst, seine Neigung ist cholerisch, ja, also zum Zorn eher mal reinzufahren. Ja. Deswegen hat er auch gesagt, eben über seine Neigung, zu viel und zu wenig nachsichtig sein, beides ist gefehlt. Es ist für uns Menschen hart, die Mitte zu halten. Doch wenn ich fehle, will ich lieber durch die große Milde als zu große Strenge fehlen. Das heißt, er hat zur Strenge geneigt und hat dann arbeiten müssen, milde zu werden. Und deshalb müssen auch wir lernen, wo sind wir als Christen? Ja? Sind wir zum Beispiel im Glauben kleinmütig und eher vorsichtig und ängstlich? Ja, dann müssen wir neigen, direkter zu werden und auch uns daran zu halten, manchmal auch Zeugnis zu geben, wenn unsere Neigung eher Zurückhaltung ist. Wenn aber die Neigung ist, eher dem anderen sofort zu sagen, ja, was der Glaube ist, was man tun soll, dann ist die Arbeit daran, demütiger zu werden, das Reden Gott zu überlassen. Also die Mitte von einem jeden, jeder soll auf einer Seite. Und das ist unsere Aufgabe, zu streben nach Heiligkeit, sich selbst kennenzulernen, die Kampffelder, und dann die Gnade Gottes, diese Freundschaft mit Jesus, wirklich in das eigene Herz hineinzuholen, sagen, okay, Jesus hat sich hingegeben, er steht zu mir. In einem Lied heißt es, die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Und das brauchen wir. Wir brauchen dieses Vorbild der Liebe Gottes, um heilig zu werden. Wir brauchen diese Treue von Jesus, die uns immer wieder vergibt, um heilig zu werden. Und Jesus sagt ja, oder hat im Gebet des Vaterunsers gelehrt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und das hat der Franz von Sales sichtbar gemacht. Er hat vergeben, wo er verleumdet wurde von diesem Rechtsanwalt, beleidigt wurde von diesem Medizinstudent. Und deshalb konnte er aus der Barmherzigkeit Gottes schöpfen, weil er sie auch gelebt und anderen zugesprochen hat. Und das macht unsere Wahrhaftigkeit des Christen aus, wenn wir uns darum bemühen. Wir sollen nicht nach Gefühlen, dem anderen es heimzuzahlen, Rache, solche Dinge leben, sondern wir sollen Vergebung leben, weil wir sie selber brauchen und wir selber von Gott dieses Maß auch dann gerichtet werden. Deshalb bitten wir diesen Heiligen auch am heutigen Tag, diesem Tag der Gnade, wo wir als Kirche seine Fürbitte anrufen, dass auch wir uns in unserem Feld bemühen und ihn als wirklich Helfer anrufen, dass wir diese Gnade bekommen und wir, wie er sagen können, ja,
mit der Gnade Gottes habe ich gelernt, meine Neigung, wohin auch immer, zu zähmen. Amen.